Russlands Präsident Wladimir Putin entband am Montagabend 4 Vizeminister der Armee von ihren Pflichten und positionierte neue Kräfte. Diese Maßnahme setzt die Umstrukturierungen fort, die mit der Absetzung von Verteidigungsminister Sergei Shoigu vor einem Monat begannen. Ein Jahr nach dem Marsch von Söldnertruppen auf Moskau unter Führung von Jewgeni Prigoschin reagiert Putin mit diesen Entlassungen. In Rostow am Don hatten Generäle kurzzeitig kapituliert. Prigoschin selbst verstarb nach einem mysteriösen Flugzeugabsturz, während seine Kämpfer nun Verträge mit dem Verteidigungsministerium halten. Nachdem sich Putin erneut als Präsident bestätigte, folgen nun Konsequenzen für die Armeeführung. Korruptionsvorwürfe führten zur Verhaftung von 6 Generälen. Die Verhaftungen konzentrieren sich bisher auf das Militär, während andere Machtbereiche unberührt bleiben. Experten erwarten laut Tagesspiegel weitere Säuberungen in der russischen Armee.